Hallo ihr Lieben, ja, was ist heute dran? Ihr kennt das von mir, ich liebe Gartenrundgänge. Aber ich werde euch heute nicht mit irgendwelchen langweiligen Sachen quälen, sondern einfach nur so ein paar Highlights ansprechen und nicht schon in letzter Zeit gezeigt ist. Für mich gibt es einfach so ein paar Sachen und das möchte ich euch zeigen, euch dran teilhaben lassen. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge, bleibt dran! Wie ihr sehen könnt, hat eine neue Regentonne zu mir gefunden, stand auf dem Sperrmüll. Mit Deckel, muss ich nur sauber machen. Seht ihr das Loch? Das ist mein einziges Problem. Also ich freue mich derbe dran und das wird ein Plätzchen finden. Außerdem noch ein paar Kissen, haben auch noch zu mir gefunden. Sind heile soweit, da werde ich ein paar Sachen unterkriegen. Diese Kiste stand noch am Wegesrand zu verschenken. Konnte ich nicht nein sagen, ist sogar stabiler als ich dachte. Habe ich mich sehr drüber gefreut, lässt sich wieder was draus machen. Ich habe noch ein bisschen was vor Richtung Foodsharing. Wer es nicht weiß, das habe ich in einem anderen Gartenrundgang, nee, gar nicht, bei der Gartenplanung angesprochen. Das verlinke ich euch mal oben rechts. Vielleicht findet das da Verwendung. Dann geht es bei uns ein Restaurant. Das hat immer, ja, ich sag mal, gut abgepflücktes Kräuterzeug vorne stehen. Ich habe euch. Ah, bei welchem war das? Ich glaube Gartenrundgang Nummer 6 habe ich das mal eingeblendet. Ein kurzes Schild. Vielleicht finde ich das nochmal, dann blende ich das jetzt nochmal ein. Ja, das kann alles wachsen, das kann wiederkommen. In diesem Fall ist das Minze. Davon habe ich schon einen richtig geilen Drink hier hingekriegt. Total erfrischend. Einfach nur Wasser, die Dinger reingeschnibbelt. Ich glaube einen kleinen Schuss Apfelsaft habe ich reingegeben. Den Sven hatte ich zu Besuch, da war ich am Grill mit ihm. Und schmeckt einfach gut in der Kombo und es war richtig knallig warm und mit diesem Minzgetränk war das auch echt aushaltbar. Also es hat wohl eine kühlende Wirkung auf den Körper oder so. Wer da vielleicht mehr weiß, schreibt mal bitte unten in die Kommentare. Wenn ich demnächst mal wieder drauf komme, was das genau war oder selber drauf stoße, dann werde ich euch das nochmal erzählen. Ja, davon habe ich schon Minze 3 Töpfe, glaube ich. Basilikum, 3 Töpfe und das wächst davon schon. Ich zeige euch das einfach mal direkt. Nach dem Schild. Erst das Schild, dann die Töpfe. So, Minze erholt sich. Das ist aus dem ersten Topf. Dann haben wir hier Basilikum. Noch mehr Basilikum. Und einen Topf, den habe ich wohl nicht retten können, aber es macht so gar nichts. Ah, war doch mehr Basilikum als Minze. Ich glaube, ich habe gerade noch von 3 Töpfen Minze geredet oder so. Ah, jetzt komme ich selber durcheinander, egal. Kleine Highlights noch, die Tomaten kommen. Guck mal, wie fett die werden. Die sollen ja nachher schwarz sein, aus Spanien sind die. Auch hier. Ja, und so hängen jetzt überall Tomaten. Ich denke, das ist zeigenswert. Nicht ganz so langweilig. Also sie kommen überall, ich bin mega froh. Also hier soll es irgendwann noch mal was zu ernten geben. Dann hat diese schöne Kiste noch zu mir gefunden. Ich will jetzt nicht Werbung machen für das, was draufsteht. Aber ja, ich finde, das ist auch zu gebrauchen für irgendwas. Ich mag solche Sachen. Hat zu mir gefunden. Hier mit Verschluss. Scharniere und so, ein bisschen oxidiert. Hat Charakter, würde ich sagen. Dann hier noch eine Kiste. Heile. Kann ich auch super verwenden. Ich habe genug Sachen zum Unterbringen. Langsam wird das nämlich da voll mit meinen ganzen Schätzen, die ich so gefunden habe. Und Werkzeug und Sachen und hier und da. Von daher, ich mag es gerne ordentlich und das wird mir schon ein bisschen zu viel. Das heißt, ich bin froh, wenn ich schon mal ein bisschen was unterbringen kann, bevor ich nachher eine ordentliche Möglichkeit habe, meine Sachen zu verstauen. Ja, und später ist das bestimmt auch von Nutzen. Wenn ich es irgendwann nicht mehr brauche, gebe ich das an irgendwen, der das gebrauchen kann. Ja, ich habe mir tatsächlich auch mal was gekauft. Und zwar diese Klinge. Ich möchte vorne im Eingangsbereich auf jeden Fall etwas haben, wo die Leute sich bemerkbar machen können. Ich möchte nicht, dass jeder immer gleich hier reinstratzt. Mag ich nicht. Auch wenn ich ein recht kommunikativer Mensch bin und recht offen, gibt es natürlich viele Situationen, wo ich meine Ruhe haben möchte. Und das müssen die Menschen auch ein bisschen respektieren und akzeptieren. Und ich habe mir gedacht, diese Glocke, in die habe ich mich gleich verliebt.
Die gab es bei uns. Hier kann man das sehen. Ist so für einen Fahrradlenker. Ja, aber hier finde ich gut. Kann ich auch, werde ich wahrscheinlich so regeln, dass man das nachher wegklappen kann, wenn ich da keinen Bock drauf habe, dass die Leute klingeln selbst das dann. Überlege ich mir was. Irgendwas werde ich töfteln, wird irgendwann in irgendeinem Video wieder auftauchen. So, und jetzt werde ich einfach noch mal ein paar Sachen im Garten zeigen. Na gut, die Kartoffeln muss ich noch zeigen, weil die haben echt einen guten Schub gekriegt. Und bei den anderen. Auch die Kartoffeln von Sven und Nele. Sven war hier, hat ein bisschen Unkraut gejätet. Ich habe mich um das Beet beim Kohlrabi gekümmert. Vielleicht könnt ihr da was zu sagen. Hier ist überall zu sehen, dass es ein bisschen braun wird. Kann irgendeine Fäule sein oder so. Vielleicht hat da irgendwer Ahnung. Und es ist zu erkennen, dass das alles ein bisschen heller geworden ist. Und hier knicken die Dinger ab. Weiß nicht, ob er ein bisschen zu grob war zu den Pflanzen. Das sind ja so seine ersten Erfahrungen, die er im Garten macht. Ähnlich wie bei mir. Und ja, wenn einer was weiß, bitte unten in die Kommentare schreiben. Immer her mit den Infos. Wir sind ein bisschen am Rätseln. Wir wollen auch so mindestens noch 2 Wochen warten, bevor wir das erstmal mal was aus dem Boden holen. Ja, und meine daneben, die Bio, die zeigen genau das Gleiche. Allerdings sehen die noch fresher aus. Da seht ihr das ein bisschen an den Blättern braun. Soll ich das vielleicht abmachen? Macht das Sinn? Ja, ansonsten bin ich sehr zufrieden hier. Ich habe jetzt Erfahrungen zu meinem System schon gesammelt, auf jeden Fall die ersten. Ich habe mich da mit Sascha auch schon ein bisschen unterhalten von SafeBio, der hatte richtig Ahnung. Ich habe nichtsdestotrotz da trotzdem mal was anderes probiert. Und ja, einfach nur rüberhängen mit Gegengewicht. Und bisher funktioniert das super gut. Das Einzige, was man machen muss, mit dem Gegengewicht aufpassen, dass es genug Gewicht ist. Das habe ich ja schon mal erklärt mit Schrauben. Wer es noch nicht kennt, ich blende die Folge nochmal ein, oben rechts. Ansonsten muss ich aufpassen, dass hier genug Umwicklungen drum sind. Und dann ist das System auch glücklich. Also ich muss da nichts nachsteuern. Das zieht sich immer nach und nur das Umwickeln war das Einzige, was ich bisher hier machen musste. Dann habe ich hier noch ohne Ende Borage. Ich feiere den so, sieht echt schön aus. Das genieße ich auf jeden Fall im Boden, im Garten zu haben. So, ich habe gerade den Tomat zu besuchen. Er sagt so, dass das hier Dill ist. Und wir haben ein bisschen gekostet. Super lecker ist definitiv. Sehr lecker Dill. Lecker, ich habe mitprobiert. Ich habe auch Dill im Garten, stellt sich dann gerade raus. Cool, habe ich so einiges. Was kann man mit Dill dann Schönes machen? Wer eine Idee hat, bitte ab unten in die Kommentare. Ja, beim Borage war ich, sieht echt toll aus. Wow, haben schon gezählt. Da ist noch mehr Dill. 4 Stück. Da. Da. Da kann man essen, gucken, da. So, Thomas haut jetzt ab und ich gehe mal ein bisschen weiter im Garten rum. Willst du nicht übertreiben? Die Bohnen kommen gut, das habt ihr aber in den Rankhilfeteilen schon gesehen. Das Ding steht auch hier noch. Aber ich finde, der Kohlrabi kommt mal so richtig geil. Weil, wenn ihr mal schaut, trotz Wegfuttern finde ich den eigentlich riesig. Ich muss das eigentlich mal andersrum machen für die Verhältnisse. Ich habe echt große Hände, Leute. Da drüben auch groß. Da sind noch kleinere. Und auch die Bohne rankt sich hier hoch. Die hat das angenommen, die ist schon bis hier oben gekommen. Ich habe auch schon Bilder bei Instagram reingestellt, da solltet ihr vielleicht mal vorbeischauen, wenn ihr das noch nicht mitgekriegt habt. Ich verlinke das auch unten unterm Video. Da stelle ich regelmäßig Bilder rein, nahezu täglich. Und wer da Bock drauf hat, schaut doch einfach mal vorbei. Kamille wächst. Und, oh Mann, der Dill schmeckt echt lecker. Ja, was ich hier getan habe, guck mal. Klammheimlich, so eine Zucchini wächst vor sich hin. ja, ist so das größte Exemplar in meinem Garten, glaube ich. Obwohl, ich muss beim Kasten gleich nochmal gucken. Und ansonsten habe ich hier bei der Roten Beete ein paar Experimente laufen. Ich habe gestern geerntet, oder war es vorgestern? Ne, gestern. 3 verschiedene Größen. Geschmackstest. Werde ich aber in einer anderen Folge was zu erzählen. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich sie noch nicht probiert habe. Und dieses Exemplar züchten wir mal ein bisschen über, weil das ist schon echt riesig.
Also wir sind schon bei irgendwo zwischen, da müssen schon fast 11 cm sein Durchmesser. Und da gibt es ein paar andere, die auch etwas größer sind. Die werde ich dann je nach Geschmacksprobe ernten. Ich habe gelesen, so Tischtennisball groß soll am besten sein oder Golfballgröße. Das ist echt groß, das Ding da hinten. Dann hat bei mir noch ein bisschen Holz im Garten gefunden. Das nun nicht, doch das auch, aber darum ging es jetzt nicht. Hier so ein recht schönes Teil, daraus lässt sich sogar eine Bank bauen. Mal gucken, was das wird. Was klebt da denn dran? Ach, das wächst da draus. Baumharz oder so war das. Ja, da lässt sich auf jeden Fall was Schönes draus bauen. Müsste so 2 Meter lang sein. Ja, und wie ihr erkennen konntet, überall die Beete frei von Unkraut. Frei ist was anderes, aber für meine Verhältnisse absolut ausreichend. Und hier haben wir noch die Erdbeere. Die Erdbeeren, die blühen in verschiedenen Stellen schon. Rote Beete wächst auch hier, damit will ich euch jetzt aber nicht nerven. Ab nochmal zum Zucchini-Kasten, weil das Ding fand ich zeigenswert. Ja, und wie ihr sehen könnt, oh, hier wächst auch Zucchini. Ich freue mich megamäßig. Guckt euch das an. Ich feiere das so, weil ich liebe Zucchini und ich freue mich immer damit zu kochen. Oh, geil. Guckt euch das an. Ich bin echt happy. Toll. Ein bisschen aus der Ferne für die Größe. Ist schon aber rad. Und wer auch immer mir mal unter die Kommentare geschrieben hat, oh, da war die Wühlmaus, wa? Das sieht auf jeden Fall so aufgewühlt aus. Ja, da war was. So, die Petersilie lebt auch noch. Die sieht aber schon nahezu die ganze Zeit so aus. Noch ist sie nicht tot, aber ich glaube, die braucht tatsächlich einen anderen Platz, wie schon mal jemand unter den Kommentaren geschrieben hat. Vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal. Falls ich auch mal anders reagiere, als man sich das vielleicht wünscht, für die Menschen, die mir gute Tipps geben. Ich lasse vieles sacken, ich probiere aus und ich vergesse das nicht. Und ich bin zwar niemand, der sich Fachbegriffe merken kann, da tue ich mich echt schwer. Ich habe total Probleme, mir Namen zu merken und so, also ist echt schwierig. Und deswegen ist es einfach nicht meine Welt. Also ich gehe da einfach anders mit um. Seid mir nicht böse. Ja, aber das hier kann ich echt feiern. Na? Ja, mit Mohn will ich euch nicht quälen. Das habt ihr zu Genüge gesehen. Ich habe jede Menge Farben da. In der letzten Folge im Juni habe ich das mal vorgestellt. Aber hier Topinambur, das ist jetzt auch schon eine Höhe von... Das müsste 1,50 sein, ne? Art, falls du das Video siehst, ich habe mir das gemerkt, du hast ein bisschen Topinambur-Tipps mal rausgehauen, wo ich noch recht frisch war hier. Und das werde ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen. Wer Art nicht kennt, ich werde ihn mal oben verlinken. Ich hoffe, die Links reichen aus bei so einem Video, aber ich glaube, das müsste noch hinhauen. Ein oder zwei habe ich noch frei. Ja, und viel mehr ist hier gar nicht passiert. Hier hat sich nichts verändert. Okay, ja, gut. An die Tomatenliebhaber. Ich kann es wohl nicht lassen, weil ich selber einer geworden bin. Die wachsen hier und sehen echt geil aus. Guckt euch die Apparate an. Hammerschick. Auch die mittlerweile echt riesig geworden. Wie gesagt, ich habe große Hände. Also unterschätzt das nicht. Basilikum wächst, aber die Schnecken mögen es nach wie vor. Ja, und hier habe ich die erste Schmorgurke geerntet. Ich dachte, das würden ganz normale Gurken werden. Oh, guck mal. Das ist ja doch nochmal zeigenswert. Die Gurke hat hier ihren Weg gefunden. Wow, hat funktioniert, was ich vorgehabt habe. Ich habe mir natürlich ein bisschen geholfen mit dem Rumwickeln, aber das ist jetzt deutlich weiter gewachsen. Schön. Freue ich mich. Wer die Schmorgurke noch sehen möchte, auch bei Instagram gibt es Fotos dazu. Hier kann ich sie jetzt nicht mehr zeigen, war auch Hochformat. Ich werde hier... Tschüss, Thomas! Ja, so sieht's aus. Ich bin hammer happy. So, und das Letzte, was ich zeigen möchte, ist natürlich mein Apfelbaum. Weil ich finde, die Äpfel, die haben echt auch einen ordentlichen Schub gekriegt. Guckt euch das mal an. Auch mal so vergleichsmäßig. Die kommen. Und das ist alles voll. Also irgendwann, wenn es ans Ernten geht, die Zeit danach, wenn mich besuchen kommt, darf gerne mal nach dem Apfelsaft fragen. Hatte ich auf jeden Fall vor zu machen. Mal sehen, ob es klappt. Habe ich ja schon mal angekündigt. Wenn da die Melanie und der Carsten mitspielen. Die hatten irgendwie eine Saftpresse, aber alles ganz frei. Fühlt euch nicht unter Druck, falls ihr das seht. Eine Frage habe ich noch.
weiß jemand, wie ich hiermit richtig umgehe. Also bisher sehen sie ja nun nicht fertig aus oder so. Ich habe auch das Gefühl, sie sind größer geworden. Ich habe ganz nach Gefühl gegossen, aber ich habe da irgendwie noch nicht so das richtige Gefühl gekriegt. Geht mir ähnlich wie mit dem Kürbis. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, das wäre echt super. So, das soll es dann auch gewesen sein. Ich wollte euch nicht lange quälen. Hab ja nun auch genug Gartenrundgänge gemacht, das weiß ich, das ist mir bewusst. Nichtsdestotrotz werde ich es weiter gerne machen, aber nicht in der Hülle und Fülle wie im Juni. Ein bisschen komprimierter. Ansonsten tauchen die einzelnen Veränderungen in meinen Videos auf. Da dürft ihr euch auf jeden Fall freuen, auch was die Rote Beete angeht, das Experiment. Da werde ich nochmal näher drauf eingehen, wie das geschmeckt hat. Und ja, alle anderen Sachen, freut euch drauf. Der Juli wird wieder reich gefüllt sein mit verschiedenen Sachen. Freue mich, dass ihr bis hierher gekommen seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich sage tschüss, euer Lars.